dies ist eine Idee, wie man kolorierte FreeCAD-Modelle auf sein Android bekommt, dort anschauen kann und eventuell auch mit Python weiterverarbeiten kann. Ausgelöst wurde das Ganze durch die Idee, dass ich im Internet dieses Beispiel gesehen habe, wo man also mit einer Python-Bibliothek 3D-Objekte animieren kann. Das sah am Anfang so aus, dass man hier also einfach nur den Skript starten muss und dann bewegt sich dieses Objekt. Und jetzt ist für mich die Frage, wie bekomme ich mein CAD-Modell in eine Form, dass ich das hier genauso ablaufen lassen kann und dass ich das dann noch weiter verarbeiten kann. Was sollte man dazu wissen? Es gibt zunächst erstmal einen Python-Interpreter, der auf Android läuft, QPython. Der ist schnell installiert und einfach zu handeln. Es gibt eine Python-Bibliothek Kiwi, die ungeheuer viele Sachen machen kann und die plattformunabhängig ist. Da gibt es auch viele Beispiele auf dieser Seite, alles wunderbar dokumentiert. Und es gibt eine Bibliothek, Kiwi 3, mit der man 3D-Objekte, zunächst noch etwas spartanisch, aber schon in Kiwi und dann quasi auf Android verarbeiten kann. So, das ist der Anfang der ganzen Geschichte. Wie sieht das jetzt alles aus? Ich habe also jetzt hier FreeCAD, habe mir hier mal ein paar Testdaten besorgt. Also einfach mal wieder so Standard Objekt. Wir fangen jetzt mal einfach mal an mit einem Cube. Wir suchen, das ist der Cube. Und diesen Cube, den wir hier haben, den wollen wir jetzt gern in ein Wavefront-Format verwandeln. Das heißt, wir müssen den in Dreiecke zerlegen, müssen den Dreiecken die Farben geben, die dieser Quader hat. Und ich habe das Makro zum Testen jetzt so geschrieben, dass immer die Farben hier alle wieder neu berechnet werden und dann wird von dem neu berechneten eingefärbten Part dieser Mesh erzeugt und exportiert. Also, erste Sache, ich wähle den hier aus, habe mein Makro, exportiere das kolorierte Objekt. Und dann sehe ich hier schon mal, das ist quasi die Vorlage, wie das auszusehen hat. Und wir haben es gerade gesehen, das ist jetzt schon wieder weg. Wir haben dann hier die Version laufen auf meinem Ubuntu-Rechner. Das heißt, der dreht sich jetzt hier in dieser Form und ist da. Lasse ich jetzt einfach mal stehen. Das gleiche können wir jetzt für nächstes Objekt auch wieder machen. Wir können also hergehen und können sagen, wir haben jetzt ein Objekt, das ist etwas komplizierter gebaut, diese Form. Und wir suchen für dieses Objekt, machen wir genau das gleiche. Exportiere das kolorierte Objekt. Und dann sieht es so aus. Auch wieder in dieser Kiwi-Anwendung laufen gelassen. So, was mache ich jetzt mit diesen Objekten? Ich habe mein Android-Rechner angeschlossen. Ein bisschen problematisch ist, den hier darzustellen. Also da ist er jetzt einfach mal und ich mache mal den Bildschirm ein. Ist der da und ich habe hier eingestellt einfach, dass eine FTP-Verbindung übers WLAN jetzt zu meinem PC da ist und diese FTP-Verbindung, die sehen wir hier, der ist jetzt aktiv, da habe ich jetzt vom letzten Test noch ein paar Daten hier drauf liegen und was mache ich? Ich gehe jetzt mal in das Verzeichnis rein, nämlich wo ich meine Daten erzeugt habe. Das sieht man jetzt geändert, wo
Fusion 03 Objekt. Das schiebe ich mal hier rüber. Und das zweite Objekt ist der Cube. Den habe ich jetzt auch gerade erzeugt. Den schiebe ich auch hier rüber. So, jetzt sind die drauf. Auf dem Android habe ich zu dem Cube drei Sachen. Ich habe einmal die Objektdatei, ich habe eine Textaturdatei und ich habe ein Programm, das mir diesen Cube grafisch darstellt. Das Programm starte ich jetzt auf dem Android. Dazu muss ich zunächst erstmal das CubePython starten. Dann sieht die Oberfläche so aus. Das kann man jetzt momentan schlecht lesen, weil das ein bisschen spiegelt, aber dafür sieht man dann die Animation besser. Es gibt also hier Programme und bei den Programmen gibt es jetzt ein Programm, das heißt Fusion03.Python, und wenn ich dieses Programm jetzt hier aufrufe, dann habe ich hier in dieser CubePython-Oberfläche einfach die Möglichkeit zu suchen ran und schon läuft das ganze Teil. Und dann sehen wir also jetzt unser Objekt sich hier auf meinem Tablet-PC drehen. Und wir können einfach nochmal schauen, das ist das Beispiel, das gleiche Beispiel auf meinem Ubuntu-Rechner. Das Farbmapping ist jetzt noch nicht hundertprozentig, das war ein Schnellschuss, aber man sieht zumindest, dass die Farben alle ähnlich sind und dass die Zuordnung passt. Das andere, das ist dann nochmal etwas extra Arbeit, das zu machen. Was ich jetzt mache zusätzlich ist, dass ich auf dem Android hier auch mal den Würfel hole. Der Würfel müsste hier auch irgendwo oft getaucht sein. Und jetzt lasse ich den laufen. Und da haben wir den Würfel in seinen Farben. Und auch hier dazu nochmal das Original oder die Vorgabe, wie er auf dem lokalen Rechner aussieht. So, auf diese Weise kann ich also das Objekt exportieren. Ich habe es dann letzten Endes auf dem Tablet-PC zur Verfügung, kann das anschauen. Das ist jetzt ein generischer Viewer, das heißt, der dreht sich als einfach hart kodiert programmiert. Aber jetzt könnte man sagen, ich gebe da noch ein paar Funktionen drauf, dass ich also dieses Objekt hier dann mit der Hand noch mit Gesten ansteuern kann, rein- und rauszoomen kann, und ich könnte das Objekt dann auch noch nachbearbeiten. Eine Idee, was auch geht, ist, dass man dann auf dieses Objekt noch eine Textur, also auch eine Image-Textur draufsetzt und die anzeigt. Da gibt es schon fertige Beispiele. Wie man das jetzt in FreeCAD rausbekommt, das ist mir noch nicht ganz klar.